Sag, schau dir das Gebäude an. Was machen Sie darin? Sie bahnen in einem Fluss. Aber sie sind nackt und man kann ihre Gesichter nicht unterscheiden. Das stimmt. Ihre Gesichter sind vereinfacht. Sie haben eine entspannte Position, die ungeschwungen ist. Der Maler hat einen Badenden in Bewegung dargestellt. Es ist eine Momentaufnahme. Ja, und es macht viel Spaß, dass sie im Schlaf spielen können. Sie planschen aus im Wasser? Aber alle Badenden, außer die Frau, die uns ansieht, sehen andere Richtungen. Was denkt sie? Haha, ich weiß das auch nicht. Vielleicht wundert sie sich, ob sich der Maler ihnen anschließen möchte. Vielleicht konnte er das nicht, deswegen hat er sie gemacht. Und die Farben des Gemäldes sind konstruktiv und kräftig. Ja, und auch leuchtend. Der Maler malt mit viel Gelb, Blau und Grün. Ich finde es interessant, dass manche Badenden pink und andere grün und orange sind. Sie stehen in starkem Kontrast zu dem blauen Wasser. Das ist der typische Stil des Expressionismus. Weißt du, warum sie nackt baden? Ich weiß nicht. Wir sollen die Bibliothek aufsuchen, um etwas über die Geschichte des Gemäldes herauszufinden. Okay. Wir gehen zur Bibliothek! Ah, das Gemälde, das wir im Museum sahen, ist von Ernst Ludwig Kirchner. Oh, ich habe von ihm gehört, aber ich habe es vergessen. In dem Buch steht, dass er 1880 geboren wurde. Studierte er Kunst an der Akademie? Nein, er studierte Architektur in München, aber Kunst hat ihn immer interessiert. 1905 gründete er mit drei anderen Künstlern die Brücke. Machte er etwas während des Ersten Weltkriegs? Ja, er volontierte als Fahrer, aber er hatte einen Nervenzusammenbruch. Oh, ist er davon genesen? Ja, aber er hat immer noch psychische Probleme gehabt. Er hat 1938 Selbstmord begangen. Das ist traurig. Findest du auch Informationen von Kirchner? Ja. Ich lese etwas über die Brücke, die Kirchner gegründete. Sie war eine expressionistische Künstlergruppe, die in Deutschland im frühen 20. Jahrhundert bestand. Ah, was ist die Ästhetik des Expressionisten? Sie malten Bilder, die sehr leuchtenden und emotionalen Farben hatten und vereinfachten Leute und Formen. Ah, wer inspirierte sie? Viele deutsche Künstler aus dem Mittelalter und der Renaissance, Primitivismus und Nachimpressionismus inspirierten sie. Warum nennen sie sich die Brücke? Sie verbanden das Alte und das Neue. Sie hatten Respekt für frühere Künstler Deutschlands, aber sie lehnten akademische Standards ab. Wie zeigen die Badenden die Ideen der Brücke? Sie baden nackt, weil sie Freiheit von sozialen Standards und moralischen Urteilen wollen. Kirchner dachte, dass Menschen und die Natur zusammen existieren sollen. Ja, sie baden deswegen nackt, um nachher an der Natur zu leben. Die leuchtenden Farben und vereinfachten Formen zeigen auch ihre
Ablehnung von Standards, die die Akademie den Künstlern auferlegte. Die Künstler sind Rebellen, die aus der Regel tanzen. Sie sind Wegbereiter des deutschen Expressionismus.